herzlich willkommen hier zur vierten Folge Minecraft Highlands. Und ja, in dieser Folge haben wir was ganz Besonderes vor. Und zwar habe ich gehört, dass es wohl Tradition ist, dass neue Einsteiger in Highlands Platz machen wollen. Also zumindest habe ich das in einem seiner Videos gesehen, dass er da wohl gesagt hat, dass das wohl Tradition sei. Ja. Ich meine, ist bloß was ganz Harmloses. Nichts wirklich Schlimmes. Muss bloß schauen, dass hier niemand ist, der mich sieht. Und dann. So, und jetzt wieder raus hier. Okay, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das überhaupt vom Plasma ist. Ich habe absolut keine Ahnung, ob der da überhaupt mitbaut. Ich weiß nicht, tut mir die Person hat, die ich gerade getroffen habe. Aber ich meine, wenn wir schon mal dabei sind. Können wir doch auch noch ein paar andere Leute mit einem kleinen Geschenk verwöhnen. Oh nein, da hat's gehört. Oh mein Gott, das hier ist ein gleich von mir vom Platz. Gigi. Rip me, I guess. Folge ihm jetzt einfach, ich habe wirklich keine Ahnung, wo er wohnt. Vielleicht hat er noch gar keine Base.
hätte mir das jetzt hier auch erwischt. So. Ich wüsste halt wirklich jetzt ganz gern, wer hier eigentlich baut. Steht hier leider nirgends. Ja, wer auch immer, so ist er halt jetzt ein Obsidian über seiner Kiste. Ich glaube, das ist der, der hier die Treppe gerade die ganze Zeit baut. So. Ich bin übrigens zwischen den Folgen umgezogen, weil ich einfach viel zu weit weg vom Spawn war. Das war einfach unangenehm. Ich habe zwar da, wo ich ursprünglich vorhatte zu bauen, immer noch vor, irgendwann hinzubauen. Aber jetzt fürs Erste baue ich erstmal hier. Direkt unter der Gurke. Ja, genau, unter der Gurke. So, ja. Das ist mein Zeug. Hab alles mit hierher genommen. Schön aufgestellt, dass ich hier wohne. Er hat den Obsidian gefunden. Yes. Ja. String kann ich nicht. Dann ja, ich habe mein Karottenfeld hier unten auch gleich aufgebaut. Die Farm habe ich jetzt hier unter Tage gebaut. Die habe ich abgerissen, hier oben gebaut. So, ja. So, das muss man da rein. Ja, wie gesagt, ich habe sein Video angeschaut und also eins seiner Videos ist, ich glaube, der 4. Staffel. Und da hat er gesagt, dass es Tradition ist für Leute, die neu hier sind, dass sie ihn träumen. Also, ja. Da ist die Gurke, das macht die Gurke. Oh, Flint und Federn. Ich hasse Lücken. Was hat's mit dieser Kiste hier auf sich? Das ist meine. Das ist jetzt erstmal gerade vom... Vom Umzug. Ach, bist du auch hierher gezogen jetzt? Ja, genau, ich habe dazu verleitet. Weil sonst Chef hier böse wird. Welcher Chef? Hallo, ich bin Chef. Richtig, Gurk ist unser Chef. Ah, okay. Nein, eigentlich habe ich nur gedacht, es wäre sinnvoll, wenn er hier bei uns ist, weil das müsste nicht jedes Mal rüberlaufen, wenn irgendwas ist. Zum Beispiel wir von bei den Betten. Ich hätte ihm halt ein Bett gegeben, aber er ist halt immer so weit weg. Und wenn ich halt am Baum bin, so ich könnte ich das theoretisch einfach runterschmeißen zu ihm. Die Chef sagen, hier, fang! An meine Zuschauer, er ist immer noch im Stream. Ich nehme das hier direkt nach der 3. Folge auf. Hinter dir. Ich hab nichts von euch verstanden. Oho, oho, guck mal da rein, guck mal rein. Wow. Voller Anfang. Sehr toller Anfang, ne? Gott. Gut, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Hier, Kreturi, du darfst mal forschen. Du überlebst das schon. Spring runter. Warte mal, ich mach das hier so für dich. Hier. Einfach mit Wasser runterlassen. Genau, mache ich gerade. So, ah, ich Hexe. Ich sehe eine Was? Hexe.
Hier ist eine Hexe. Das war ein Gifttrank. Ist da ein Zombie? Schaffst du das da unten? Ja. Hier sind Erze, das sind total gestört irgendwie. Das sieht definitiv nach einer World Painter-Höhle aus. Ich habe ein bisschen Erfahrung mit World Painter. Gurke, wir brauchen deine Unterstützung. Was? Gurke! Wir brauchen da deine Unterstützung. Ich bin gerade am Basteln. Ich bin der Einzige, der keine Rüstung anhat. Dann machen wir dir mal eine, würde ich sagen. Hast du Eisen? Nicht viel. Wie viel Eisen hast du denn? Oh ja, ich habe keine Pfeile mehr. Sollen wir mal heilen hier? Ich habe Eisen, 6 Stück. Okay, dann mach dir mal so einen Schuh davon, ich mach dir den Rest. Was soll ich machen? Die Schuhe. Ich mach den Rest. Ja, warte, da brauche ich jetzt wieder eine Werkbank. Hat einer von euch mir eventuell Pfeile? Ja, komm her. Kriegst meine neue. Und mehr machen wir. Ich verstehe schon wieder nichts von dir. Was gibst du mir? So, jetzt haben wir 10. Kritori? Ja. Fandst du witzig gerade, wa? Was? Fandst du schon witzig, ne? Mit dem Obsidianblock. Mit dem Obsidianblock über meiner Kiste? Ja, ein bisschen. Das kann auch bei mir sein. Ich dachte. Wie? Warst du das, Terminus? Nein, Kritori war das. Ich weiß nicht, ich wollte so an meine Kiste, dachte mir so, Alter, was ein Wichser, ey, wirklich. Ja, so, ich komm mal, warte. Hey, Jungs. Hallo? Hallo. Was heißt, oh nein, er kommt? War der gerade noch voll am Lästern über mich, oder was? Ja, aber nur über dich, hallo. Ja, hab ich mir fast gedacht. Ja. Wie gefällt euch das Projekt bis jetzt? Kommt er voran? Ja, ich bin gerade mitten in der Aufnahme und er ist mitten im Stream. Jupp. Oh, das wollte ich nicht. Das tut mir leid. Kuss auf eure Äugchen, ne? Bis später. Alles cool. Alles kannst cool. Ruhig da bleiben. Bis spät. So, ich habe hier ein paar Teile für dich. So, Kritori? Ja, hallo? Wo bist du? Ich bin oben. Hier. Wo oben? Hier. Ach, hier. Oh, cool. Danke. So. Hä, was ist? 10 Stück. Cool. Ich soll vielleicht Obsidian weglegen. Ja, wir brauchen halt Flint. Dann können wir weitermachen. Wieso Flint? Oh, ich habe endlich eine Federn. Rüstung. Ich habe einen Flint. Uhu. Ich habe endlich Rüstung. Ich habe Rüstung. War das mein Flint? Mein Flint ist weg. Hatte doch einen Ersatzflint. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch einen Flint in Steel. Gut, dann machen wir das jetzt einmal so. Hier, Bergbau. Also, rein da. Und. So, bitteschön. Jetzt kann ich es ja auf zu 3 machen. Unsere 3 Namen. Weil das kann ich jetzt sicher nicht als Wohnung verwenden. Nee. Nope. Kannst bei mir wohnen, erstmal. Das sind 2 Skelette und ein Creeper. Du hast Kies, ich klau mir mal ein bisschen Kies von dir. Von ja, nur. Mir oder von wem? Alles von Chris. Kannst du gerne machen. Ja, wieder, ich will ein paar Pfeile herstellen. Ich habe jetzt von Chris mal 6 geklaut und jetzt würde ich da mal ein bisschen gucken. Boah, das ist der typische World Painter Cave. Die ist einfach unendlich groß. So. Habe ich das nicht schön geschrieben?
Ich kann von hier fast bis zu meiner Render Distance sehen. Und ich habe die Render Distance aufs Maximum gestellt. Wo bist du jetzt? Ich bin jetzt beide unten? Hallo? Seid jetzt beide unten? Ich bin unten. Ich bin zu Hause. Ich habe kein Essen mehr. Ich will mal ein paar Pfeile produzieren. Ja, keine Erze in der Bauwelt hieß es. Da welche? Ja. Yeah. Ja, ist alles voll mit Erzen. Habe ich ja gesagt. Du hast gesagt, du kannst. Ich habe hier auch schon Sachen gefunden. Aber mir hatte keiner geglaubt. So, 24 Pfeile. Hast du dich nicht aufgeregt, dass du nichts findest? Und dann hat sich herausgestellt, dass du dir einfahren hast. Ich pack dir die mal in deine Truhe rein, 24 Pfeile. Du hast ja auch noch einen. Nehme ich mit das, dann kann ich dir nochmal Pfeile herstellen, weil momentan bist du der Einzige mit Bogen. Ich habe mir noch keinen hergestellt. Ich habe meine auch das gekauft bekommen. Oh, okay. Naja, ich habe genug Spinnweben, also ich könnte mir einen machen. Spinnweben oder Spinnfäden? Fäden. Schade. Alter, da geht's auch nicht tief runter. Wenn du jetzt schon Kopfweb hättest, dann würde ich dich feiern. Weil mit Kopfwebs kann man so viele lustige Sachen machen. Ich hab jetzt einfach mal ein paar reingeschmissen noch. Alter. Da geht's durch runter. Guck dir das mal an. Ja, ich hab's gesehen. Es ist total arbeitig. Gurke, guck dir das. Komm mal vorbei und guck's dir an. Da geht's ordentlich tief runter. Ich seh's in deinem Stream. Wow. Voll der Cheat! Was hat das so? Ja, yes, ich bleib in Sicherheit, zu Hause, da wo mir nichts passieren kann. Wow! Wahrscheinlich gibt's nur diese Erze, nur nicht direkt neben Portal. Ich wüsste gern, was Plasma gegen den Obsidian gemacht hat. Ob er den abgebaut hat oder ob er einfach seine Kiste unten drunter abgebaut hat. Alles doppelt, das ist nicht toll. So, wir sind oben. So, wo haben wir die? Da machen wir da oben zwei. So, da machen wir zu. Wir machen da einfach still und heimlich zu. Lassen wir da gerade runter? Ja, der ist hier bei mir oben. Er ist nicht oben. Er ist hier gerade oben bei mir im Baumhaus. Wer ist bei dir? Ah, okay. Wer ist das bei dir da oben? Plasma, der Projektleiter. Der Typ, den ich gerade getrollt habe. Oh, okay. Sag mal! Ich muss dringend irgendeine zuverlässige Nahrungsquelle finden. Also wie gesagt, da sind halt zwei Fragen. Wollen wir halt das Beet vergrößern, irgendwie in den Berg reinmachen, so ein bisschen versuchen irgendwo und Verzauberungstisch stechen. Das wie wollen wir da jetzt? Ja, wie du willst, ne? Ich meine, du bist der Chef von uns. Ja, du hast ja schon einen. Also wie gesagt, ich habe momentan halt schon ein paar Bücher gemacht. Ich habe 8 Bücher aktuell.
Ich weiß ja nicht, ob du noch ein paar machen kannst. Ich kann definitiv noch ein paar machen. Dann können wir gucken, dass wir schon mal ein bisschen was zusammenkriegen. Ich habe nur zwei Leder. Ja, aber zwei Leder ist schon mal besser als nichts. Wenn du sie nehmen willst, dann nimm sie raus. Ich glaube, ich habe auch noch fünf Leder. Ja, ich würde sagen, machen wir das gleich mal fertig und dann können wir schon mal ein paar Zauberungstische aufbauen. Discord. Oder was sagt ihr dazu? Ja, ich will auch möglichst früh einen guten Verzauberungstisch haben. Ja. Auweia! So. Ah ja, hat er abgebaut. Ich sag mal, ein Buch fehlt mir noch, dann habe ich drei Bücherregale. Und wie viel, was brauchst du für ein Buch? Ein Leder, dreimal Papier. Papier machst du halt aus drei Zuckerrohr. Da habe ich jetzt, habe ich selber noch keine. Zuckerrohr haben wir. Da haben wir ja kleine Farben sogar. Die halt jetzt läuft, da wir aktuell ja hier in der Nähe sind immer, wird die halt auch laufen. Deswegen ist es zum Vorteil, dass wir alle zusammen sind. Das heißt, es braucht nur einer online sein und es wird dann automatisch gefarmt. You know. Alter, wo ist denn eigentlich die ganze Kohle, was ich gehabt habe? Alter, ich hatte über 200... Bist im Stream? Na, aber du hast mir ja doch was gegeben. Keine Ahnung, hast du es vielleicht unten in der Höhle liegen lassen? Nein, hab ich nicht. Alter, ich bin schon wieder auf 3 Hungerkeulen unten. So ein Anfall. Ich habe eigentlich alles mitgenommen, was da war. Und dann genauso in die Kiste dann wieder reingeschmissen. Aber wir sollten halt gucken, dass wir halt möglichst schnell Behutsamkeit oder Glück oder irgendwie sowas ranbekommen, damit man auch Erze farmen kann. Und dann später halt mit Glück 3 komplett fertig machen. Ich hab eine Spinne bei mir! Also sag mal, wenn wir nicht Glück haben, gleich Glück zu bekommen und da Behutsamkeit steht, dann sollten wir das auch lieber machen, weil baust du halt die Dieners mit Behutsamkeit ab und später, wenn wir ein Glück haben, dann alle auf einmal. Genau. Mann, fuck Spinne, ey. So. Hast du eigentlich schon einen Trichter bei dem System reingemacht? Hab vorhin gar nicht hingeguckt. Ja, ich habe einen Trichter. Okay. Ich wollte gerade fragen, wie wird das eigentlich aufgefangen? Ich habe sie gar nicht hingeguckt gehabt, so. ja, genau. Ich habe 5 Leder und 10-mal, 10-mal Sugarcane. Dann komme ich mal zu dir. Oh, Anna rauchen. Alles klar, machen wir bis gleich. Brauchen wir mehr Sugarcane. Das sieht bei mir leider auch gerade ein bisschen mau aus. Sugarcane technisch. Wollen wir den Enchanter bei dir oben bauen? So kommst du mir auf. Oder wie wollen wir es machen? Ich weiß nicht, wo wir hinstellen. Ich hätte gesagt, unten baue ich irgendwo. Also da hast du erstmal die Bücher, dann da ist der Enchanter. So. Falls du das Leder und das Sugarcane auch noch ist. So, haben wir wieder 2 Kartoffeln. Du hast einfach einen halben Stack gekochtes Fleisch in der Kiste und ich verhungere. Was haben? Ja. Ja, hier, gönn dir. Danke. Oh, wie ein kleines Kind. Also uns fehlt Zuckerrohr, damit ich noch weiterarbeiten kann, also... Ja. Wie viele Bücher, Digali, gibt's denn das? 3, oder? Ich muss kurz ein bisschen Holz machen, so. Ja, das ist doch schön, wenn's weg ist. Aktuell haben wir 3. Wie gesagt, mir fehlt ein Buch, dann könnte ich noch einen 4. machen. Da fällt mir ein Zuckerrohr für. Aber wir haben schon mal 3, also besser als nichts. Ja, auf jeden Fall. Die Frage, wo stellen wir das Ganze hin? Ich hätte gesagt, unten bei euch eigentlich irgendwo. Ja, wir können es ja auch erstmal temporär irgendwo abstellen und dann mit Behutsamkeit abfarmen und nochmal woanders hinstellen.
willst du es denn, wollen wir es hinpacken? Erstmal. Wenn du Platz hast, Gurke, bringst du mir kurz? Ja, bei mir oben habe ich leider keinen Platz dafür. Nein, kannst du die Kiste zu mir runterbringen? Hä? Kiste. Die, was du bei mir platziert hast, gehabt. Ich hab da oben mal hingestellt alles. Nein, ob du sie zu mir runter platzieren kannst, ich bin hier unten. Du brauchst eine Kiste unten. Na, das was oben ist, die Kiste ist halt nicht leer, ne? Du willst da unten bauen, oder wie? Ja, ich bleib da unten. Lol. Wo? Nur runter. Hä, hey, wo bist du? Ach, du bist da unten. Ich dachte, du wolltest in der Höhle bauen. Digga, er ist schon wieder so kilometerweit weg. Was? Kilometerweit? Ich bin nur hier. Hallo? Wo ist hier? Schau doch runter von deinem Baumhaus. Schau runter von deinem Baumhaus. Ich bin nicht auf meinem Baumhaus. Hier unten. Wenn du oben auf deinem Baumhaus bist, gehst du auf deinen Balkon und wenn du vom Balkon... Ich bin nicht auf meinem Baumhaus! Aber wo bist du? Ich bin das Loch runtergesprungen! Ja, Achse? Ich auch. Achse? Weil das du so komisch Grund, beschrieben hast! Du bist beide ins Loch gesprungen. Ganz genau! Junge! Und dann habe ich in deinem Stream geschaut, David. Hä? Hast du dich jetzt teleportiert? Nö, ich bin gelaufen. Ist nicht so weit. Sag ich ja. Und hier baue ich dann rein in den Berg. Hier. In der Hoffnung, dass da jetzt keine Höhle ist. Ich bin nicht weit weg von euch. Da unten ist er. Hier. Und baue dann halt hier rein. Und hier habe ich auch gleich das Wasser. Ja, dann reißt das doch... Weißt du, hättest das selber abreißen können. Ich habe keinen Platz im Inventar. Dann baust du eine Kiste dahin und machst eine neue. Jetzt noch meine unendliche Wasserquelle. Ansonsten musst du halt immer einfach sagen, wo du dich wirklich auffällst. Einfach nur sagen, unten ist ein bisschen schwierig. Wenn du halt vorher da warst und auf einmal da bist, wo ist das Wissen? Das hat mir keiner verraten. Weil dann hättest du auch mal die Spuren da oben beseitigen können, so. Anfangen irgendwie neu. Sieht ein bisschen komisch aus. Wo willst du die Ton hinhaben? Hallo? Warte. Das funktioniert. Was willst du denn machen? Er hat... Wie viele Kernister hast du, Alter? So, hier, bitte, da eine Truhe, so, zack. Stuff. Wem gehört eigentlich die einzelne Truhe in der Zuckerrohr da hinten? Was das Zuckerrohr gehört auch dir? Das Zuckerrohr gehört mir, ja. Ich klaue mir das Zuckerrohr auf der anderen Seite der Insel da hinten. Damit wir da Papier eben herstellen können dann. Da ist außenrum, okay. Ja, ich wollte nicht. Ich hab kein Schwert dabei, ich wollte nicht zu diesen Skeletten laufen. Bin halt nackt gerade gefühlt. Ich hab nur meine Rüstung. Ja, wir brauchen das halt, dann können wir halt ein nächstes Bücherregal und haben dann 4. Aber ja, dann kommen wir halt immer weiter. Ist halt gut. Ja. Und hab so gesehen, dachte mir, ja, komm, das brauchen wir uns jetzt.
Ich würde sagen, wir sollten uns halt gucken, dass wir eventuell Essensanpflanzen technisch mal irgendwie eine größere Farm machen. Ja, ich bin ja gerade dabei wieder. Ich habe Karotten und noch ein paar Kartoffeln. Und ich weiß nicht, ob Knochen noch vorhanden sind, dann können wir das theoretisch auch noch. Ich versuche nur mal den Eingang ein bisschen zu verschönern. Da bin ich, glaube ich, in der zweiten Folge schon lang gelaufen. Irgendwie ironisch, dass er jetzt an dem Strand war, an dem ich mir in der zweiten Folge kurz überlegt habe zu bauen. War ich jetzt schneller als du, oder was? War ich jetzt schneller als du? Nee, ich habe mich doch dagegen entschieden. Ach so. So. So, ich habe nochmal genug. So, ich habe jetzt nochmal meine Kartoffeln, meine vier und meine Karotten reingeschmissen und habe die Knochen mal zu Knochenmehl gemacht. Sag mal, du Papa. Hast noch zwei Bücher, gell? Ja, habe ich. Okay. Dann ist das hier nochmal zwei Bücherregale wert. Sobald ich hier hochkomme. Du kannst da unten die zwei Läden holen, wenn ihr sie braucht. Ja, sehr gerne. Hab damit kein Problem. Nicht da? Unten. Oben rechts in der Truhe. Danke. Perfekt. Nehmen wir. Die Frage ist immer noch, wo bauen wir den hin? In den Pazauerungstisch. Na, bei dir natürlich, weil du bist der Oberhaupt von der Gruppe. Nee, wie ich schon gesagt habe, ich möchte es nicht bei mir stehen haben, weil ich dafür keinen Platz habe. Es macht keinen Sinn. Den müsste ich jetzt komplett umbauen. Ja, kannst du ihn ja irgendwo unten bauen. Weil der braucht halt nämlich relativ viel Platz und genau ein bisschen zentral stehen haben, wäre vielleicht nicht verkehrt. Okay. Ja, wie du willst. So. Ja, nicht nur wie ich will, so weißt du, wie wir. Wir sind eine Gruppe. Drüben spielt irgendjemand mit Feuer rum. Also, wir haben jetzt insgesamt. Ich brauche noch ein bisschen Holz. Zack. Fünf Bücherregale. So, jetzt ist das alles rundherum schön. Ah, bis Stufe 14 haben wir jetzt schon. Lass schon mal anfangen. Oder was sagt ihr? Ist doch nice.
würde sagen, das war's mit der vierten Folge. Danke fürs Zuschauen und ciao.